Du hast gesagt, Alkohol 15.000 Tote, Tabak 110.000 Tote, ja. Das heißt 125.000 Tote in Deutschland gibt es jedes Jahr, ja, aufgrund von legaler Drogen. Wie viele sterben denn an illegalen Drogen? Da haben wir weitaus geringere Zahlen. Jetzt nagel mich nicht fest, bevor ich jetzt was Falsches in den Raum schmeiße. Ich kann dir so viel sagen, dass ich im April den Drogentodesbericht, also wie viele Drogentote gab es in 2013, vorgestellt habe. Wir hatten im letzten Jahr alleine 1002 Tote, weil sie zu viel illegale Drogen genommen hatten, falsch und wie auch immer. Aber die sind direkt daran gestorben. Das heißt, die Todesrate von legalen Drogen ist 1250%ig höher als von illegalen Drogen. Und Frau Mordler, wie aussagekräftig ist eigentlich so eine Statistik, wenn die Alkohol- und Tabaktoten nicht aufgelistet werden? Da kann ja keiner irgendwie das irgendwie ins Verhältnis setzen. Also 1000 Tote gegenüber wie viel Alkoholtoten und Tabaktoten? Die Vorstellung der Drogentodeszahlen im Bereich illegaler Drogen hat hier in diesem Hause Tradition. Ich habe das so vorgefunden und ich habe das gerne weitergeführt. Frau Motter, ich hatte nach konkreten Zahlen gefragt, der Alkohol- und Tabaktoten. Können Sie die, ja, mir geben? Die Antwort auf Ihre Frage, wir haben leider im Bereich Tabak pro Jahr in etwa 110.000 Tote und im Bereich Alkohol 75.000 Tote. Wenn pro Tag in Deutschland 1 bis 4 Tonnen Drogen konsumiert werden, was bringt es dann, ab und zu mal 100 Kilo Marihuana, das und das sicherzustellen? Ich mache auch nicht fest den Erfolg der polizeilichen Arbeit an den Sicherstellungsmengen. Das ist natürlich immer ein interessantes und herausragendes Ereignis, wenn wir eine große Sicherstellungsmenge haben. Aber da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist vielleicht ärgerlich für den, der dann seine Droge verliert, weil er nur noch einen Einkommensverlust hat. Aber es löst das Problem nicht unmittelbar. Es geht ja um mehr bei der Repression. Es geht ja auch um die Strafverfolgung. Es geht ja auch darum, die Strukturen insgesamt zu schwächen. Da ist die Höhe der Sicherstellung nur ein Indikator. Wir nehmen eher andere ins Auge. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, wie entwickeln sich die Erstkonsumenten? Das ist für uns eine viel interessantere Kennzahl, wenn Sie so wollen. Hanf. Sie sind festgenommen. Hoch! Was machen Sie denn jetzt mit uns? Wir nehmen Fingerabdrücke und durchsuchen Ihre Wohnung. Aber zuerst... Hast du irgendwelche Drogen dabei? Drogen? No, I don't want to check my home. Aus Sicht des BDK macht es keinen Sinn, Ermittlungsverfahren gegen Menschen einzuleiten, die zum einen aus unserer Sicht nicht unbedingt kriminell sind, sondern einfach nur Rauschgift konsumieren und diese Verfahren dann in einem zweiten Schritt durch die Staatsanwaltschaft eingestellt werden. Wir sind der Meinung, dass wir dort, wo das eben passiert, für den Papierkorb arbeiten. Man muss sich mal insgesamt angucken, wie erfolgreich Polizei denn ist. Das heißt ja eigentlich, der Drogenkrieg ist in dem Sinne verloren. Jetzt haben Sie mal einen Erfolg, nehmen 150 Kilo hier am Hafen zum Beispiel, stellen Sie sicher. Und dann rechnen Sie sich einfach mal aus, welchen Drogenkonsum wir in Deutschland zurzeit am Tag haben. Das ist nach vorsichtigen Schätzungen zwischen 1 und 4 Tonnen, die Sie verbrauchen, pro Tag in Deutschland. Und dann können Sie in Relation setzen, wenn dann die Polizei an so einem Verfahren zum Beispiel 2 Jahre dran saß, technisch aufwendig gearbeitet hat, mit viel Manpower dran gearbeitet hat, ob das dann wirklich so effektiv war, wie wir glauben. Die Haushalte der Innenbehörden sind endlich. Das heißt, wir haben Geld, das muss man sinnvoll einsetzen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall ist Entkriminalisierung der bessere Weg, weil die Kriminalisierung nicht dazu führt, dass weniger von diesen Drogen konsumiert werden, ganz einfach, sondern ganz im Gegenteil, dazu führt, dass die Menschen, die diese Drogen konsumieren, noch viel mehr Schwierigkeiten haben, als sie alleine durch den Konsum der Droge hätten. Wir können also haben ganz große Probleme, Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen und sie über die Risiken von Drogen zu informieren, ihnen zu erklären und sie darüber zu informieren, wie man diese Drogen am besten konsumiert, damit man sich möglichst wenig Schaden zufügt beim Konsum. So, das sind Beispiele dafür. Ich frage auch,
in Suchthilfeeinrichtungen. Ich bin laufend im Gespräch mit Suchthilfeeinrichtungen. Ich frage auch die Polizei. Ich bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Bin ich noch auf der richtigen Spur? Was meint ihr? Sollten wir hier grundsätzlich legalisieren? Sollen wir hier lockern in Richtung Legalisierung? Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir eindeutig nein. Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier ja gesagt hat. Und damit es klar ist, Konsum wird in unserem Land nicht bestraft. Das ist eine sogenannte straffreie Selbstschädigung. Besitz und Erwerb von Cannabisprodukten ist in Deutschland strafbar. Auch der Anbau ist strafbar. Das ist die konkrete aktuelle Rechtslage in Deutschland. Und von straffreiem Konsum zu reden, ist reichlich inkompetent. Als Kriminalbeamter in Thüringen habe ich im dienstlichen Auftrag Strafanzeigen schreiben müssen, weil Tüten mit Restanhaftung von Cannabis den Anfangsverdacht begründeten, dass der Betroffene im Besitz von Cannabis war. Also bereits das führte zur Strafanzeige. Und wer diese Kriminalisierung von Menschen mit dem Argumenten abtut, dass diese Anzeigen ja wieder eingestellt werden, dem muss ich fragen, warum rechtfertigt man dann, dass Hunderte von Polizeibeamten erstmal diese Anzeigen überhaupt schreiben müssen, dass Hunderte von Polizeibeamten unterwegs sind, um Kontrollen durchzuführen, um Wohnungen zu durchsuchen, wenn die Anzeigen dann in der Regel von der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt werden. Welchen Sinn macht das? Wer das damit begründet, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen damit beabsichtigt ist? Der Schwarzmarkt ist so ziemlich der schlechteste Jugendschutz. Während wir aber darüber diskutieren, wie wir das hier machen können, schaffen wir es beim Alkohol noch nicht mal über konkrete Werbeverbote zu reden. Es geht um eure Zukunft, es geht um eure Gesundheit. Ihr habt selber in der Hand und lasst euch nicht auf jeden Gruppenzwang ein, sondern seid stark und bildet euch immer selber eine Meinung. So, die Message irgendwie, das finde ich eine sympathische Message von dir irgendwie. Ich nehme nämlich mit, probieren, könnt ja probieren, aber werdet bloß nicht abhängig. Hast du so verstanden? Hast du ein bisschen nicht verstanden? Also ich finde das eine freundliche Haltung. Also, du sagst dann nicht, hör auf damit, lass das bloß sein. Es hat ja keinen Wert, Druck zu machen. Wenn du auf mich Druck ausübst, ja, dann mache ich das Gegenteil von dem, was du willst. Genau. Die Strafandrohungen für Cannabisbesitz sind absurd hoch. Ab 6 Gramm ist man bis zu 5 Jahren strafbar. Das erscheint uns Strafrechtswissenschaftlern als ein Missverhältnis. Auch für fahrlässige Tötung zum Beispiel sind 5 Jahre die Höchststrafe. Millionen Deutsche sind Kriminelle, weil sie Marihuana nehmen. Die Strafrechtsprofessoren fordern, dass der Bundestag das Betäubungsmittelgesetz wissenschaftlich überprüfen lässt. Dazu ist der Gesetzgeber verpflichtet, aber das ist nie geschehen. Sie, liebe Kollegen von der Union, lehnen die Legalisierung von Cannabis ab, damit, wie man ja hört, nicht neben Tabak und Alkohol eine weitere gefährliche Droge auf den Markt kommt. Also ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. Wir haben ca. 2,5 bis 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Diese Droge ist da und der Versuch der Durchsetzung des Verbots kostet eben sehr viel Geld. Geld, was an anderen Stellen der Prävention eben fehlt. Stattdessen haben wir Schwarzmarkt, Streckmittel, keinen Einfluss auf den Wirkstoffgehalt, keinen Jugendschutz. Und deswegen muss es einfach legitim sein, auch Alternativen zu diskutieren. Also Ihre Kollegin, Frau Mortler, ja. CSU-Mitglied, Bundesdrogenbeauftragte, sagt ja immer, und das ist fatal, was sie da sagt, ja. Sie sagt ja immer, Drogenkonsum, also Cannabiskonsum in Deutschland wird ja gar nicht bestraft. Das ist falsch, schlichtweg falsch. Weil Sie müssen ja erstmal irgendwie das Zeug, also Cannabis, bekommen. Das ist schon mal erwerben. Sie müssen es besitzen. Das ist auch strafbar. Und wenn Sie in Bayern an einen falschen Richter geraten oder an die falschen Staatsanwalt, das kann auch in Nordrhein-Westfalen so sein, dann werden Sie verurteilt. Er hat einen Joint, baut den hier und Sie sagen, ich bin Minister, ich möchte mal wissen, wie das so schmeckt. Ja. Dann gibt er Ihnen den rüber, ja, Sie ziehen einmal dran, zweimal dran und Sie geben den sofort zurück. Dann hat er sich strafbar gemacht, Sie aber nicht, weil er hat es weitergegeben. Am besten ist, wenn wir uns alle nicht strafbar machen wollten und wir heute Abend eine Kiffrunde machen würden, wir dressieren in den nächsten 10 Minuten einen Affen darauf, dass er einen Joint rumgibt. Ja? So, der Affe sitzt in der Mitte, gibt als erstes Herrn Lanz den Joint. Herr Lanz gibt dem Affen zurück. Ich gebe ihn natürlich direkt zurück. Ja, nein, wenn Sie da hingeben würden, dann hätten Sie schon wieder strafbar gemacht. Zurück zum Affen? Also zurück zum Affen. Der Affe gibt ihn dann halt. Das sind die einzigen Geschichten in Deutschland. Dieses Gesetz ist so abstrus
und so schlecht und so mit wenig Jugendschutz versehen. Aber ich könnte also Einstiegssorgen-Theorie, die erste Nummer ist, bereits 1994 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, das vertritt kein Mensch mehr, außer Frau Mortler und ein paar andere. Das haben wir schon. Ich habe noch keinen Fall in 20 Jahren gehabt, wo Cannabis die einzige Ursache war dafür, dass Leute zusammengeschlagen wurden, dass Kinder geschlagen wurden oder sonst was. Laura fragt gerade, haben Sie Ihre Meinung gerade verändert? Wissen Sie, 45 zu 55, pro und contra. Aber das ist doch schon was. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist alle Fälle. Und ganz, ich sage ganz erstaunlich. Ihnen, die Sendung mit, aus Israel mit den älteren Leuten, den Kranken, den Dementen, das hat mir sehr, mich sehr nachdenklich gemacht an dem Punkt. Also, ein klarer Leute, Kopf, wie Sie brauchen will, gehen Sie auch Kopf in die christliche Partei rein und reden Sie darüber. Ich werde morgen früh mit Marlene Mortler eine Tasse Kaffee trinken. Es gibt ja einen deutschen Richter, einen sehr strengen Strafrichter, der die Cannabis-Freigabe fordert. Mit vielen Argumenten, da müssen wir jetzt gar nicht groß diskutieren. Er sagt, sein eigener Bruder hat eine Drogenkarriere gemacht und wäre er nicht im Gefängnis gelandet, dann hätte er diese Karriere überlebt, wäre vielleicht gesund geworden. Er setzt sich ein, die Drogenszene im Bereich von Cannabis wirklich zu entkriminalisieren. Sie kennen diese Argumente, wie gehen Sie damit um? Sie meinen jetzt diesen Jugendrichter Müller. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich habe auch noch mit einem anderen Gesprächspartner, der kürzlich in einer Sendung mit ihm diskutiert hat, im Nachhinein gesprochen, der gesagt hat, Marlene, na, so ganz genau habe ich den Herrn Müller trotzdem nicht verstanden. Und ich glaube, da ist noch mehr im Spiel. Ich will nicht deutlicher werden,